Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wieso sprichst du mir nach? Warum nicht? Ist ja unser Kanal. Ich muss auch Entschuldigung. Stresst du wieder? Sonst musst du gleich gehen. Bin ein vollwertiges Mitglied. Ja, hier hocken wir nun auf unserer Couch. Und zwar drehen wir heute, ich sag schon unser Geburtsbericht, aber es ist ja mein Geburtsbericht. Zum Glück ist es auch. Genau, also jetzt bin ich so weit, um darüber zu sprechen. Ich musste das so ein bisschen alles verarbeiten und sacken lassen. Ich glaube, Danny ist noch immer nicht bei dir so richtig angekommen. falls ihr unser Vlog noch nicht gesehen habt, wo das Ganze losgeht mit der Geburt, ich verlinke euch das nochmal unten in die Infobox. Es hat ja so angefangen, ich saß ja noch gemütlich im Auto und dann hat Danny schnell die Kamera weggerissen, denn ja, Schlag auf Schlag ging es direkt los. Aber nur mal so als Zwischeninfo, wir fangen mal ganz von vorne an. Das war jetzt nur als Zwischeninfo. Das ist jetzt kein Actionfilm, was ich erzähle. Es ist wirklich Realität gewesen. So ist es passiert. Falls ihr Gequieke hört, der kleine Mann sitzt hier in seiner Bibi-Björn-Wippe. Und ich muss jetzt ein bisschen schunkeln mit meinem Fuß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Soll ich anfangen? Ja, möchtest du also anfangen? Angefangen hat es damit, wie ich meine kleinen, wunderschönen, blauen Äuglein geöffnet habe und Sevin sitzt neben mir und meinte dann mal so ganz salopp, ich weiß gar nicht, wie spät war es, halb sieben war es, glaube ich. Ja, ungefähr halb sieben. Also früh am Morgen. Danny, heute kommt das Kind, es geht auf jeden Fall gleich los. Ja, habe ich das richtig gesagt? Also ich weiß, du hast gesagt, es geht los, heute kommt Danny Junior. Und ich meine dann, okay, wie ist es denn mit den Wehen so? Ja, es ist auf jeden Fall ganz anders als sonst immer jeden Tag. Dann meine ich so, ja, dann lass uns los. Komm los. Also, ich wollte schon direkt losstarten. So, nee, lass dir Zeit. So schlimm ist es noch gar nicht. Vor einer Stunde passiert gar nichts. Ja, weil es waren, genau, also ein paar Tage davor hatte ich nachts auch immer schon so, ich weiß gar nicht, ja, Übungswehen. Aber es war so, als hätte ich so leichte Unterleibsschmerzen. Aber an dem Tag war das halt wirklich, ich weiß nicht, ich hatte das irgendwie im Gefühl, obwohl das jetzt auch nicht so starke Wehen gewesen sind. Die waren auch nicht in regelmäßigen Abständen. Und deswegen habe ich gesagt, nein, es ist noch Zeit, weil sonst hört man ja oft, okay, man fährt ins Krankenhaus und die schicken einen wieder nach Hause, weil die Wehen nicht regelmäßig sind oder nicht stark genug. Und das war in dem Fall auch. Also ich war ja ganz normal, ich bin aufgestanden, habe mich erstmal geschminkt, ein bisschen fertig gemacht. Danny hat mir sogar noch Kaffee gemacht. Und eine Knifte geschmiert. Toastbrot. Elana, die kleine Maus, war sogar noch am Schlafen. Also wir haben uns beide dann so langsam fertig gemacht. Und wir haben auch noch niemandem Bescheid gegeben, weil ich dachte mir, komm, es ist auf jeden Fall noch Zeit. Also meine Schwester wohnt etwas weiter weg hier in Köln von uns. Sie sollte eigentlich ursprünglich dann zu uns nach Hause kommen und auf Elanchen aufpassen. Der hatten wir aber dann auch noch nicht Bescheid gesagt zu dem Zeitpunkt. Also wie gesagt, um 6:30 ging das Ganze los. War auf einmal wie Peng und ich lag hier bei uns im Flur auf dem Boden im Vierfüßlerstand. Hab die Wehen ausgeatmet, weil die so extrem schmerzhaft gewesen sind. Ja, dann kam der erste Schub kam dann. Ja, und das war wirklich so kurz, obwohl, nee, war schon wieder kurz vor sieben, kurz nach sieben ungefähr. Ich habe deinen Kaffee gerade fertig gehabt und das Toast geschmiert und meinte so, ja komm, jetzt müssen wir auch jetzt los und dann ging die erste heftige Wehe los. Und das Lustige ist, was heißt lustig ist, ist nicht, aber Elana, die kleine Maus, die ist ja in der Zwischenzeit, hatten wir sie natürlich auch geweckt. Sie hat das nachgemacht, was ich dann gemacht habe. Also ich war wirklich im Vierfüßlerstand und sie hat genau dasselbe gemacht und auch, ich habe mit A und O immer ausgeatmet. Ich weiß, dass ich dieses Bild, ne, das hätte sie mal aufnehmen müssen. So A, O. Stimmt, mit Knifte und Starbucks-Becher so. Und dann wollte Elana Tatsache Pferdchen spielen. Sie wollte auf meinen Rücken drauf und ich nur noch zu Danny. Ich so, Danny, bitte nimm sie jetzt weg. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt jetzt. Ja gut, dann wussten wir, okay, jetzt zack, zack. Wir sind dann halt runter zum Auto. Ich musste mich noch übergeben vor der Auf dem Weg, genau. Auf dem Weg nach unten. Das ging ja alles so Schlag auf Schlag. Alle Klamotten gepackt, gegriffen. Ja. Elana, zack, runter. Sevin kam hinterher. Ich das Auto von vorne von der Straße noch geholt, damit es nicht laufen muss. Ja. Und kniet dann unten vor den Garagen und musste dann da hinbrechen. Ich dachte, mein Gott, was ist jetzt los? Ne? Also schon eher so eine Panikattacke nahe bekommen. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was denken die Nachbarn?
was geht denn bei der ab? Alle schnell eingeladen, ja. Dann sind wir losgefahren, dann wurde es wieder langsam ein bisschen besser. Genau, also die Wehen waren wirklich noch nicht, weil sonst sagt man ja so in regelmäßigen Abständen, so 2 bis 3 Minuten war es aber nicht. Es war schon so, weiß nicht, unregelmäßig halt noch immer. Von hier oben nach hier unten waren 5 Minuten und dann waren wieder 10 Minuten. Ja, also voll komisch irgendwie. Jedenfalls habe ich dann irgendwann auch mal meine Schwester angerufen. Die hat es dann natürlich nicht mehr zu uns geschafft. Wir haben dann gesagt, komm direkt zur Klinik. Und genau, dann habe ich ja ganz normal auch gevloggt im Auto. Und wir haben uns wirklich auf so mehr Zeit eingestellt. Also dass das dann halt, ne, dass wir da ankommen. Ich werde erstmal am CTG angeschlossen. Meine Schwester wird kommen und Ilana übernehmen. Ja. Während ich wirklich am Vloggen war. Achso, übrigens, meine Mama hatte ich auch noch Bescheid gesagt. Sie wohnt ja ungefähr 1 Stunde weit weg und sie wollte halt, dass ich ihr dann auch Bescheid gebe, dass sie direkt losfahren kann. Naja, die Mutti, die süße Mutti. Wo bin ich stehen geblieben? Mein Gehirn funktioniert momentan nicht richtig. Stilldemenz. Da, wo du gevloggt hast. Und genau. Also ich war ganz normal am Vloggen. Ja, also wir fahren jetzt zum Krankenhaus und wir sind voll aufgeregt. Und dann, Leute, habe ich gemerkt, okay, irgendwie was stimmt nicht. Dann haben wirklich die Geburtswehen schon angefangen. Ich habe nur noch Danny die Cam in die Hand gedrückt. Er hat die Cam einfach nach hinten geschmissen. Ja, und dann ging wirklich schon die Geburtswehen los. Und dann ist die Fruchtblase geplatzt. Mitten im Auto. Ein schöner Sitz. Genau, apropos Sitz. Was sagt er? Oh nein, mein Alcantara-Sitz. Die Männer das oh auch nein, so wissen, mein Alcantara-Sitz. Glaub mir. Dein Ernst, Daddy? Ja, wenn die wissen, was los ist, das zieht jetzt Alcantara ein. Das musst du erstmal wieder raus. Naja, was soll's. Also ich habe richtig gemerkt, die Geburt geht los. Und ich meinte noch zu dir, das war auch so geil, ich meine noch zu dir, sag mir Bescheid. Ich bin noch so ganz vorsichtig so über die Hobel gefahren, so ganz soft und meinte noch zu ihr, so, sag Bescheid, wenn ich ein bisschen schneller fahren soll, ne, damit wir schnell ins Krankenhaus. Ja, nee, gut. Und dann ja, kaum gesagt. Ja, aber ich falsch eingeschätzt, weil, ja. Bam, Fruchtblase geplatzt. Und dann, ja, war Danny. Vorbei. Und dann, beeil dich. Danny, beeil dich. Ich meine, wir konnten halt auch nicht so schnell fahren, weil Ilana, die kleine Maus, ja auch noch hinten saß. Sie dachte wirklich, dass wir ein Spiel spielen. Und es ging nur noch so, hui, Babi, hui, Babi. Also, das wirklich wie im Film, Leute. Und ich sitze da und denke mir nur so, okay, bitte nicht, lieber Gott, bitte nicht, dass der kleine Mann im Auto jetzt kommt. Aber das dachte ich auch. Ich habe auch nicht geschrien oder so, weil ich wusste, Ilana ist hinten im Auto, du kannst jetzt nicht schreien. Ich habe wirklich die ganze Zeit nur ah gemacht und oh und irgendwann fing Ilana wieder an, mich nachzumachen. Das war irgendwie, und Danny, ich habe nur noch gemerkt, also ich habe das dir richtig angemerkt. Also ich habe irgendwie versucht, so die Ruhe zu bewahren in dieser Situation. Und Danny, der Arme, er wurde rot und du hast richtig geschwitzt an der Stirn. Ja, ich wollte auch nicht, dass der Junge in ein Auto kommt, ne? Ich wusste jetzt, gleich geht's auf jeden Fall los. Das war echt zu krass. Wir wohnen ja in Köln und es war an einem Samstag. Ich muss euch nicht sagen, wenn das wirklich mittags gewesen wäre oder abends, der kleine Mann wäre definitiv im Auto gekommen. Es war nämlich ganz früh, wie gesagt, am Morgen. Es war, wann sind wir losgefahren? 20 nach 7 ungefähr. Also wir brauchen so knapp 20 Minuten in die Klinik. Obwohl es war... Ja, ich habe die Uhrzeit natürlich jetzt nicht komplett so im Kopf, aber es war ungefähr so um den Dreh. Ich habe einfach nur noch gemerkt, oh Gott, was mache ich? Und dann sind wir irgendwann halt in der Klinik angekommen. Danny hat noch ein Parkticket gezogen und ich habe einfach nur die Tür aufgerissen, bin rausgerannt zum Kreissaal. Und Leute, dieses Bild, draußen stand ein Pärchen, die haben nur noch so geguckt, weil ich halte meinen Bauch fest. Oh, das ist so krank. Und renne wie so eine Verrückte. Ich bin wie eine Irre reingerannt zum Kreissaal. Vorne an der Anmeldung saß ein Typ und man hat ihm das richtig angemerkt. Er hatte so eine Panik. Er schrie auch nur noch, bitte laufen Sie schneller nach vorne. Und ich halte meinen Bauch und renne wie eine Verrückte. Ja, meinst du mal auch da schreiende Frau. Ich so, ja, ich komme ja schon. Ja, ist meine Frau. Danny ist dann natürlich hinterher mit Elantchen auch richtig schnell gerannt. Er hat mich dann irgendwann auch überholt, weil so schnell konnte ich jetzt auch nicht rennen. Und es ist schon so ein langer Gang, sage ich mal, bis man dann zum Kreißsaal ankommt. Er hat direkt geklingelt, hat die Hebammen gerufen, bitte, meine Frau bekommt ihr Baby. Und ich habe nur noch gemerkt so, scheiße, ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich schaffe das nicht, der Kleine kommt. Und die Hebammen
haben mich dann links und rechts genommen und habe mich regelrecht getragen zum Kreissaal. Und ja, ich habe es dann nur noch geschafft, mich am Bett festzuhalten. Ich will auch nicht zu sehr ins Detail gehen, oh mein Gott. Und dann hieß es irgendwie nur noch drücken, drücken, pressen, pressen. Das Baby ist da. Ich bin super dankbar und glücklich, dass das wirklich ja, so reibungslos verlaufen ist im Endeffekt. Aber natürlich hatte ich auch Schmerzen. Also es war jetzt nicht so, dass ich gar keine Schmerzen hatte. Aber es war einfach, ich konnte das gar nicht realisieren. Ich war den ganzen Tag einfach durch den Wind, weil mein Kopf konnte das nicht richtig verarbeiten. Es war einfach zu schnell. Es ging zu schnell. Wirklich, ich war wie benommen. Keine Ahnung, es war ganz, ganz komisch. Und ja, meine Schwester hat es auch nicht rechtzeitig geschafft. Also Danny war bei der Geburt nicht mit dabei. Aber eins kann ich dir sagen, auch nochmal hier, auch wenn du traurig gewesen bist, ich bin dankbar gewesen zu diesem Zeitpunkt. Weil wie gesagt, es war nichts abgedeckt, ich konnte mich nicht hinlegen oder sonst irgendwas. Ich stand einfach nur mitten in diesem Raum und du hättest das nicht verkraftet, Schatz, wirklich. Ja, wirklich. Weil egal, wo du gesessen oder gestanden hättest, du hättest komplett alles gesehen. Es wurde nichts abgedeckt, es war ja keine Zeit für nichts. Ich habe nicht mal ein Paracetamol bekommen oder sonst irgendwas. Ich glaube, 2-3 Minuten später, nachdem der Kleine dann da war und ich endlich mich hinlegen konnte, ist Danny dann auch reingekommen, weil meine Schwester dann auch da war. Die war natürlich komplett durch. Sie dachte irgendwie, okay, wie, wo, was ist jetzt passiert? Es war wirklich wie im Actionfilm, Leute. So von zu Hause erstmal so gemütlich und dann Schlag auf Schlag ging es einfach nur los. Ja, auf jeden Fall, ja, ist der kleine Mann dann gesund und munter zur Welt gekommen, glücklicherweise. Wir waren natürlich überwältigt, wie gesagt, auch wenn ich komplett überhaupt gar nicht so richtig alles realisiert habe, aber jetzt haben wir unseren kleinen Mann endlich da. Auch wenn wir diesen Tag nie, nie, niemals in unserem Leben vergessen werden. Ich meine, Elanas Geburt war ja schon echt sehr schnell. Und da war ich so schön entspannt. Und da warst du entspannt, und obwohl ich war, ja, ich war eher aufgeregt, weil ich mich so gefreut habe. Das war's eigentlich, oder? Ich wollte eigentlich so gerne eine Wassergeburt haben, aber es hat wieder nicht geklappt. Zweimal habe ich mir so sehr eine Wassergeburt gewünscht. Ja, und irgendwann ist dann auch meine Mama eingetrudelt mit meinem Bruder und sie war auch wieder so, wie, wo, was? Das Kind ist jetzt schon da. Quasi Déjà-vu, ne? Ist ja wie beim letzten Mal auch gewesen. Ja. Die Geburt an sich hatte jetzt wirklich, wie lange? 20 Minuten, denn nicht mal, ne? 15 Minuten? Das darfst du dir gar nicht erzählen. Ja, das ist echt gedauert, heftig, Leute. Also vom Parkticket aus waren es 45 und 57. 57 war er da. Dann sind es ja nicht mit 13 Minuten, Danny. Nein. Aber warte mal, wir gehen ja noch. Nee, mit der Fruchtblase fängt es ja an, wo sie geplatzt ist, oder? Dann rechnen wir nochmal 5 Minuten drauf. Kommt. Mal. 18 Minuten. Also es war eigentlich war es schon eine Sturzgeburt. Das war, ja, das war eine Sturzgeburt. Also es war echt. So viel zu meinem Geburtsbericht. Mehr ist auch nicht zu erzählen. Also ich habe auch keine Schmerzmittel bekommen. Also PDA war ich sowieso, hätte ich mich sowieso nicht getraut. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie noch so Horrorgeschichten immer. Also meine Frauenärztin hatte gesagt, gut, ihre erste Geburt war ja schon sehr schnell. Stellen Sie sich darauf ein, dass die zweite mega schnell wird. Mega schnell wird, aber ja, mein Gott, muss ja nicht immer so sein. Und ich bin da eher, ich bin ehrlich so von meiner Einstellung auch echt locker, so was das angeht. Wie ihr gemerkt habt oder jetzt mitgehört habt. Zu locker war es. War schon echt knappe Kiste. Ja, aber ich möchte auch nicht immer so rüberkommen, so, ja, die macht voll Panik und Stress und so. Deswegen dachte ich mir, komm, sieh das Ganze mal ein bisschen lockerer, ein bisschen positiver. Das wird schon, das Kind wird schon irgendwie rauskommen. Aber das ist jetzt so geflutscht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, ihr Lieben. So viel auf jeden Fall zu meinem Geburtsbericht. Und ich wollte schon Bescheid geben, dass jetzt ganz bald ein Video auch kommen wird, wo wir den kleinen Mann vorstellen. Also ich hatte ja gesagt, ich brauche so ein bisschen Zeit, ja, bis mein Gefühl mir sagt, okay, Sevin, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und ja, das Gefühl ist jetzt da. Ich bin soweit. Danny hat auch grünes Licht gegeben. Ja, der kleine Mann will zu Mutti. Ja, ihr Lieben, wir hoffen auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.